Hallöchen, Hallöchen, zurück zu einer neuen Schicht Hard Space Shipbreaker. Ja, gestern haben wir ja die Rang 3 Schiffe, die Klasse 3 Schiffe, freigeschalten. Der Hammer, Hammer, Hammer. Und ich habe einmal noch ein Schiff jetzt getestet, um rauszukriegen, wie, wo, was, was muss ich eigentlich tun? Ja, ich habe es jetzt alles, also ich habe ja alles geschafft, zwar nicht in 15 Minuten, ich habe da wesentlich länger für gebraucht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das jetzt schaffen werde, aber ich kann euch auf jeden Fall zeigen, was ihr alles wofür braucht. So, und dann nehmen wir uns einfach mal, was nehmen wir uns denn Schönes hier? Ich würde mal sagen, hier Heavy Cargo, habe ich glaube ich auch gehabt. Ja, der bringt 5,2, 5,4 Millionen, wenn man alles... Ja, los, hau mal durch. Ja. Plupp. So, auf geht's. Halt, dann mal links. So. Wir mal als erstes schnappen wir uns den Reaktor, weil dann ist... Dann sind die Kosten schon mal drin. Der bringt ja 500.000. Your lock pressure level's dropping. Your lock pressure level's increasing. Oh. Your lock pressure level's dropping. Zack. Sehr schön. Oh, diesmal haben wir wieder. Oh ja, das ist aber schön. Reparaturkisten. Gleich mal mit hier. Doch gleich mal mit. Das ist ja mal random, was hier drin ist. Scheinbar. Ein Laufwerk. Okay, das nehmen wir auch noch mit. So, dann machen wir uns mal auf die Suche. Da hinten ist der Reaktor. Dann werden wir uns erstmal durchhangeln. Und erstmal durchschneiden. Und. Oh, ein bisschen Platz hier. Ja. Ziehst dir rein, ziehst dir rein. So, und dann. Komm, 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 komm. Und Feuer. Blub. Gut. Den haben wir schon mal. Sehr schön. Flump, flump. So, dann das Triebwerk. Das schöne, schöne Triebwerk. Warte mal, ich will mal was probieren. Oder so rankommen. Hier haben wir nämlich schön, wenn wir hier gucken. Schöne Schnittpunkte. So, Prozessor und bam, hau mal ab hier. Ah, genau, der ist nämlich noch fest. Okay. Also die Schubdüse ist noch fest. Verankert. So, jetzt können wir hier natürlich an diesem Schalter das Ding abdocken, lösen, aber da steht ja eine nette Warnmeldung. Ja, dient zum manuellen Extrahieren der Schubdüse ohne Werkzeugschlüssel. Warnung, kann zum Bersten der Treibstoffleitung führen. Und das wollen wir natürlich verhindern, dass uns das passiert. Also werden wir uns hier mal auf beiden Seiten durchschneiden. Und nehmen wir die Treibstofftanks. Aus. Gucken. Flup. Nummer 1. Dauert immer alles ein bisschen. Zack. Zack. Die stören natürlich auch ungemein. Teile. Da ist er. Da,
Poster. Flip. So. Bist du auch weg? Salvage deposit accepted. So, dann sollten wir das jetzt hier ohne Probleme aktivieren können. Drehen wir uns erstmal. Und jetzt können wir das Triebwerk rausholen. Mit Schubdüse. Flup. So, Bartschen, Bartschen, Bartschen. Ah, die Bartschen. Boing. Und das ist nämlich ein mechanisches Bauteil. Flup. Da haben wir mechanisch 1. Sehr schön. So, wenn wir uns da durchgeschnitten haben, dann könnten wir theoretisch... Moment, ein bisschen tiefer. So, uns da durchschneiden. Weil die Dinge halten die Gondeln fest. Auf beiden Seiten. Wenn mal diese Billigplatte hier nicht stören würde. Nämlich die nächsten mechanischen Teile. Salvage secured. Credits deposited. So, und jetzt müssen wir uns hier noch ein bisschen durcharbeiten. Jetzt brauchen wir mal Platz. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt mal Husch mal hier. Ich brauche keinen Platz. Mal mit hier. Und das nicht. So viel brauchen wir sowieso nicht. Gibt es ja eigentlich Sauerstoff? Okay, hier sehen. Da. Okay. Da muss ich nämlich nicht. Nochmal zurück. Oh. Schön. Sonst nur das. Genau. Wenn es markiert ist, dann passt es auch. Dass wir hier noch irgendwelche Schäden davon tragen. Stromschläge, sehr gerne gesehen bei mir hier. Aber einen Brand geraten will ich jetzt nicht unbedingt. So. Flip. Nee, die ist noch fest. Ach so, ah, hier. Genau, das ist ja. Alu-Verkleidung für einen Schmelzofen. Leuchtet. Klar, passt. So, jetzt könnten wir hier noch ein bisschen Zeug rausholen. Wir brauchen so Fülle. In so kurzer Zeit. Die Hälfte der Zeit ist schon rum. Total verrückt. Das ist tatsächlich ja nicht so einfach. Wir machen mal. Aufpassen. Dann macht man schnell, dann wird es natürlich auch mal schnell gefährlich. So, mal Platz hier. Tether supplies are low. Muss man erstmal rauskriegen. Processing valuable object. Credits awarded. Sonst wollen die Tether nämlich nicht so wirklich, wenn die ja verklemmt sind. Erstmal nichts, aber hier die ganzen Schalter, die kann man auch abmachen von den Türen.
und Luftschleusen. Und das sind dann auch nochmal mechanische Bauteile. So, elektronische, der Energieverteiler hier. Schnell weg mit dir. Ich glaube, wenn ich da jetzt in der Nähe komme, dann gibt es gleich... Ah, hier ist nochmal... Gefunden. Nochmal elektronisch. Ich denke, mit elektronischen Bauteilen habt ihr nicht so das Problem. So, da haben wir noch mechanische Bauteile. Eine Türkonsole. So, haben wir schon 5 von 6. So, da drinnen müsste ja auch noch einer sein. Flip. Halt, komm her. Oh, was mache ich denn hier? Einmal durchgeschossen hier. Zack, erledigt. So, Energiezelle, die können wir uns wirklich holen, aber ich glaube, wir machen erstmal... Wir machen erstmal... was fehlt uns noch? Elektrisch. Fehlt uns noch 2. Nein. Darüber. Salvage secured. Account credit applied. Computer Terminals. Flup, fertig. Salvage secured. Credits deposited. So, dann holen wir uns die Energiezelle. Wir haben ja glücklicherweise schon alles aufgeschnitten. Dann können wir uns die mal rausholen. Flup. Nein. Wo ist die hin? Aber auch echt beschissen hier rausholen. Platz hier. Da. Das ist oben, okay. Dann ziehen wir mal dieses Fest hier hänge. Da bin ich auch noch nicht durch. Schwierig, schwierig. 3 Minuten 20. Das wird niemals. Achso, wir müssen das Ding hin. Prozessor. Flip. So, dann. Zieh dich mal. Zieh dich mal. Zieh dich mal. Zieh du dich auch mal rüber. Du gleich hinterher. Oh! Schlüsselchen! Nehmen wir. Valuable object process. So. Credits deposited. Das haben wir auch. Blim, blim. Super, super. Aber alles werden wir von der Zeit her einfach mal nicht schaffen. Das wird. Weil jetzt habe ich auch noch ein Problem. Your oxygen reserves are dropping below statistically profitable levels. Warning, tethers depleted. Wo ist die Energiezelle hin? Oh, fuck. Salvage secured. Account credit applied. Okay, dann gehe ich auch mal Sauerstoff holen. Das lief doch schon so super. Jetzt muss ich die Energiezelle suchen. Wo habe ich denn die hingefeuert? Welcome to Vendetron 9000. Thank you for your oxygen level stabilizing. Ach, ich hätte gerne Tessas mitnehmen sollen. Verdammt. Titanverkleidung. Valuable object process. Credits awarded. Okay, das ist erledigt. Jetzt habe ich echt nicht aufgepasst mit der Energiezelle.
nicht klar. Ach nee, das war der Reaktor. 53 Sekunden, wo ist die Energiezelle? Was ist die hingefeuert? Hier ist er raus. Nein. Das sieht man natürlich erstmal gar nichts. Oh nein, das hätte ich echt geschafft in der Zeit. Was liegt da rum? Schrottteil. Ruhig, ich kann weg. Hops weg. Ist eine Verkleidung? Ist es irgendwo hier an der Seite lang? Ja. Oh, das ist ja mies, oder? Das ist ja mal richtig mies. Ich hab's seitlich geschafft. Und jetzt finde ich die. Boah, ist das hier mein. Ist das hier mein? Aber gut, muss ja auch nicht sein. 1,68 Millionen, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Das hat funktioniert, leider nicht komplett. Gut, 35 RM, okay. Aber verdient 357, sehr, 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 sehr schön. Sauber, sauber. So, dann können wir jetzt mal gucken hier. Schubdüsen habe ich schon zwei, bin ich fertig für den nächsten Rang. Reaktoren zwei, fertig. Die Objectives muss ich 12. Da haben wir jetzt, glaube ich, 5 Stück erledigt. Jetzt, ja, jetzt fehlen nur noch die Credits. Jetzt müssen wir 13,5 Millionen verdienen insgesamt. Also fehlen noch 9. Und dann, ja, haben wir Rang 6. Huhu. Sehr schön. Und dann gibt es nämlich neue Schiffsklassen. Noch komplexer und noch verrückter. Kommunikation, Data Corrupted. Ah, das sind nämlich die ganzen Datenlaufwerke. Daten wiederhergestellt. Recover now. Ich? Intern, Device, Besitzer interner Korrespondenz. Aha, aha, aha. Ich, Audiolog. Hinweis, gesetzlicher Feiertag. Link's branded gear. It's a cut above the rest. Ah, sehr cool. Sehr cool. Falling asleep on the job, salvager? That's a great way to lose a limb and or life. Due to binding legal agreements made with the Orbital Safe Workers Union, Lynx cannot encourage the use of illegal narcotics. However, research has shown that when used in moderation, recreational stimulants and microdoses of hallucinogenics can provide salvagers with significant gains in both performance and yield. Furthermore, the Lynx Board of Directors recently voted unanimously to eliminate any and all drug tests for Salvage Division employees, because we at Lynx believe the privacy of our employees is paramount. Yeah. Lynx. Making the world a better place. Genau, die Drogentests haben sie abgeschafft. Wegen der Privatsphäre. Ja, 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 ja. So. Aha, schön. Schön, get away to the stars. Da haben wir doch einiges schon gesammelt. Persönlich, Flugoffizier. Gut, dann lassen wir das mal. Ich weiß noch nicht, ob es auch irgendeinen Zweck hat, ja? Wenn man die sammelt. Keine Ahnung, vielleicht brauchen wir die später zum Leveln. Wir machen einfach mal noch eine Schicht. Genau, wir machen wieder eine Heavy Cargo. Müssen noch ein bisschen Kohle verdienen. Und vielleicht schaffen wir es jetzt auch mal, das Ding komplett zu machen. Mal schauen. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt.
Anderes Modell. Wobei, es ist glaube ich nur eine andere Farbe. Airlock pressure levels dropping. So, lass ich mal hier hin. Airlock pressure levels increasing. Airlock pressure levels dropping. Zack. So, wie immer machen wir erstmal den. Reaktor. Uiuiui. So, Prozessor. Bam, bam. Oh, Reaktor. Boing. Salvage deposit Schön. Accepted. Reaktor ist immer sehr aufregend, deswegen atmet der Char dann auch so schwer. Was ist denn das jetzt hier? Das, dass ich unter Strom habe. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt hin will, oder? Alles klar. So, nochmal wieder. Platz für den Treibstofftank. Was ist raus mit dir? Raus, du hast ihn schon suchen. Das, was bringt, wenn ich den einfach nur weglasse? Vielleicht brauchen wir es auch gar nicht machen, aber wir müssen ja da sowieso ran. Von daher passt es schon. Na, was hast du denn für Sorgen hier? So, mal wieder rauskommen. Flip. Und vorwärts, vorwärts. Jip, Stöffchen. So, Treibstofftank. Runter und. Salvage deposit accepted. Credits transferred. So, dann können wir gleich mal. Gondeln freistellen, weil wir die eigentlich nicht mal brauchen für die mechanischen Teile, weil wir haben ja genügend mechanische Teile. Sonst da. Ich schneide aber gleich mal alles aus. Schneide gleich mal alles weg hier. Okay. So. Durch. Jetzt. Salvage destroyed. Please refrain from damaging salvage. Ach, die Haube ist zerstört. Okay, dann kannst du weg. Erstmal noch drauf drücken da. Ist das schon wieder der Hammer hier? Hallo? Ich hab den ganzen Raum hier rausgeholt. Okay, drück mal drauf da. So, damit wir das gute Stück kriegen. Ist ja auch ein bisschen Geld wert, das Schubdüse. Schon. So, das Ding muss im Prozessor. Wo ist er denn hier? Das Ding muss Salvage jetzt mal runter. Secured. Account credit applied. So, husch husch. Mit dir.
das ist der Ofen. Salvage secured. Credits deposited. Energiezellen, ne? Salvage secured. Ah, warte mal, ich kann noch... Account credit applied. Hätte gedacht. Oh, hier muss ich jetzt aber mal ein bisschen vorsichtiger sein. Nee, das fasse ich erstmal nicht an. Verkleidung. Kann es sein, dass die Energiezelle diesmal nicht hier drin ist? Ah, diesmal ist es da. Okay. Salvage deposit accepted. Credits transferred. Caution. Tether supplies are low. Zieh dir alles rein, sehr schön. Nehmen wir das ganze Schiff hier auseinander. So, weiter geht's. Da unten ist alles klar. Warning, oxygen reserves are low. Ah, zack, dann wieder voll. Oxygen level stabilizing. Valuable object process. Credits deposited. Feuerschaden! Jip. Okay, da habe ich es wohl ein bisschen übertrieben. Da war bestimmt so eine Kiste. So. Salvage secured. Credits deposited. Wusste, das hat nicht geklappt. Oh, ist ja übel. Zieh dich durch. Ziehe. Komm ich da nicht hin? So. Na komm, du wirst aber nicht festhängen jetzt hier. Nein! Der hängt fest. Oh, ich kriege immer eine Krise. Ich kriege noch die Krise. Ich muss hier noch ein bisschen was bergen. Ihr habt doch keine Zeit für so einen Scheiß. Das ganze Ding hier. Komm, gleich mit. Gleich mit. Warning. Hinterher. No tethers remaining. Ah. Object accepted for processing. Credits deposited. Weg. Salvage secured. Account credit applied. Zu schwach. Da passiert überhaupt nichts. Okay. Oh, aber wenigstens dich darin. So, wie viel Zeit habe ich denn noch? 5 Minuten 40, alles klar. Valuable object process. Credits awarded. So, schnappen wir uns mal. Gehen mal mechanisch. Left in this ship, Cutter. Don't bite off more than you can chew. Weaver out. Kann sein, dass das alles nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe.
gab's keine Probleme. Ah, ich das liebe. Ich das liebe. Ist hier noch mechanisch? Klapp. Was jetzt? Raus hier, raus hier, raus hier. Salvaged secured. Credits deposited. Moin. So, elektrisch. Salvaged secured. Account credit applied. Da hinten. Alt. So, das haben wir jetzt. Brauchen wir noch Metall und tralala. 3 Minuten. Ich mach's anders. Ich hol mir noch ein paar Tyros. Kann man die maximale Anzahl eigentlich noch irgendwo skillen? 10 ist echt ein bisschen wenig. Na komm. Na, oh, jetzt aber. Jetzt aber. Ui, und hinein. So, Verbinder. So, Stoff. So, wir haben hier noch ein paar Sachen. Zurück, der kriegt nicht mehr zurück. Cool. Object accepted for processing. Credit deposited. Was sind denn kleine Sachen? Ja, alles geschafft, sauber, richtig sauber. Oh, wir können ja ab in Protzi. Titan schnell hier. Und Titan ist so ein bisschen was wert. Auf jeden Fall mehr als Alu. Valuable object processed. Credits deposited. Na, da. Boom. Sehr schön. All right, Cutter. Wrap it up. You got about a minute left. So, ab in... Du hin? Valuable ja. Object processed. Credits awarded. Flimm. Sehr schön. So, noch ein Mechanikteil hier. Flimm. Dass das Eder da so festhängen musste, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. So. Die letzten Sekunden will ich mal noch gucken. Die letzten Sekunden will ich festhängen. Genau, ich würde mir hier noch zack, was schnappen. Ha, was zum Barbarieren. Perfekt, perfekt. Na, das lief doch. Schmackofatzi. So, Klasse 1 Reaktor. 500.000 Treibstofftanks. Schubdüse, so fast 200.000 wert. Die beiden Gondeln, das geht ja mal schnell. Energiezelle, Titan, gut, 74.000. Gerüst-Titan, 44.000. Ach, die
Die kleinen Konsolen bringen auch 45.000, das ist ja in 2 Sekunden eigentlich erledigt. Computerterminals bringen auch ordentlich. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Sauber. Und haben ihn komplett erledigt. Wow, jetzt habe ich 1520 von diesen tollen Dingen. Jetzt könnte ich nämlich tatsächlich schon mal gucken, was es später kosten wird hier. 3000, 1700. Ja, das wird alles sehr teuer hier. Schaltet auf. Es hat einen Hirnfilter und Pumpsystem. Können Sauerstofftanks in einer unter Druck stehenden Umgebung nach und nach wieder aufgefüllt werden. Ah! Wenn ich in einer unter Druck stehenden Umgebung... Na, das werde ich aber eher nicht tun. Aber gut, ich nehme es mal mit. Oh, ich muss mal mein Grapple wieder halt zurück. So, 78% für den Cutter, das reicht aus. So, was haben die Thruster? Bremsverzögerung. Ich rufe mal das hier. Oh, und Treibstoffkapazität. Ja, gut. Nehmen wir einfach mal alles mit hier. Und wenn sich jetzt die Handys freischalten. Aufgeladener Stoß freischalten. Maximale Kraft 3250 Newton. Ah. 550 kostet das Ding. Ah, dann kriege ich die besser weg. Alles klar. Gut, Leute. Dann, ja, brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Kohle. Ja, aber das sieht doch schon ganz gut aus. Noch ein paar Ründchen und dann ist, ja, Rang 6 am Start. Sehr schön. Und ich glaube, dass wir dann schon, genau, ab 6 kriegen wir die 4er-Schiffe. Da bin ich ja echt mal gespannt. Also jetzt habe ich es hier mit denen raus. Und sobald man es dann weiß, kommt man schon wieder weiter. Und dann kommen die nächsten Schiffe, wo es immer komplexer wird. Irre. Alles klar, Leute. Also mir macht es immer noch Spaß. Ich freue mich auf eure Kommentare. Und ja, ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Wenn es heißt, Abwrackprämie. Oder eher Schulden bezahlen. Alles klar, bis morgen.